Was macht einen Menschen zum Künstler? Ist es seine Leidenschaft zur Schönheit des Lebens? Sein perfektes Auge, das die Welt tiefer erblicken kann als jeder andere? Oder seine einzigartige Gabe, Wunder zu erschaffen? Aus dem Nichts? Oder sein großartiges Herz der Liebe, welches die Seelen aller Menschen tief berührt? Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Oder sein strahlend göttliches Aussehen. Stopp! Das ist als Künstler verdienst du einen Scheiß. Du wirst nicht ernst genommen. Du wirst ausgelacht oder kritisiert. Kein Verlag will das von dir wissen. Du kannst 1000 Manuskripte abschicken. Keiner will sie. Du bist immer und ewig pleite. Und dann wirst du auch nicht nur pleite sein die ganze Zeit. Nein, du bist am Schreck wie ein tolles schweres Schwein. Du bist erschöpft davon. Du wirst ohne Ende rumsitzen musst. Du musst 10 Stunden am Tag blöde Schritte ziehen. Alle sagen, hör auf damit. Mach mal was Gescheites. Hol dir mal einen richtigen Job. Mach mal irgendwas anderes als diese Maschinen-Scheiße, ja? Oder erwachsen! Warum sollte ich mir sowas antun? Warum? Jeder Künstler bekommt im Paradies 1000 nackte Mädchen. Ach so! Na dann? Hallo, ich bin Tikva. Willkommen zu meinem neuen Videoblog. Schön, dass ihr da seid. Ich bin ein digitaler Künstler und ich möchte euch dazu einladen, mich ein wenig in meiner Welt zu begleiten. Was mich als Menschen ausmacht, das sind 3 Dinge. Der Spaß an der Kunst, meine Technikleidenschaft und meine Liebe zum Leben. Deswegen gibt es auf diesem Videoblog 3 Themenwelten. Art, Tech und Life. Diese 3 Themenwelten möchte ich euch jetzt vorstellen. Beginnen wir mit der schönen Kunst, mit Art. Hey du, kauf dieses wunderschöne iPhone. Das ist eine Banane. Das ist organisches Design, viel bessere Musikqualität. Da ist ja nicht mal ein Kopfhöreranschluss dran. Genau, dafür gibt's jetzt diese tollen, kabellosen Kopfhörer. Hallo? Hallo? Eine scheiß Gesprächsqualität haben die Dinge auch. Mein Vater hat im Zweiten Weltkrieg lustige Fabelgeschichten mit Dachsen, Hasen und Füchsen gezeichnet. Er hat dazu die Rückseiten von Armeelandkarten bemalt. Die Bilder hat er dann gegen Essensmarken eingetauscht. So hat er mit seiner Kunst Kriegsmaterial in etwas Schönem verwandelt. Als ich diese Geschichte als kleiner Kerl erfuhr, war ich davon fasziniert und wollte auch unbedingt Künstler werden. Ich übte schon, lange bevor ich schreiben und lesen konnte, zu malen. Natürlich hat das keiner ernst genommen, aber ich verkaufte meine ersten Comicshefte schon in der Grundschule. Später rannte ich jedes Jahr über die Frankfurter Buchmesse, um mich dort von den Verlagen immer wieder ablehnen zu lassen. Doch dann verkaufte ich meine erste Comicserie Space Red an das legendäre Spielmagazin ASM. Das Comics wurde mega erfolgreich. Privat war alles dennoch eine Katastrophe, denn ich verdiente so gut wie nichts und lebte jahrelang ohne Strom und Telefon. Aber ich lebte meinen Traum weiter. Irgendwann ging es aufwärts. Und immer mehr Verlage und Firmen klopften bei mir an. Unter anderem Nintendo, Spiegel Online, NBC Giga, Black Forest Games, Anki und viele, viele mehr. Mein Leben als Künstler ist bis heute ein ewiges Auf und Ab. Es ist ein risikoreiches Leben. Aber ich lebe das gerne, denn Risiko bedeutet, ich bin frei. Frei zu tun, was ich will. Und das würde ich gegen nichts eintauschen wollen. Ich habe trotz Risiko als Künstler bis heute überlebt. Und das ist klasse, denn ich lebe meinen Traum weiter. Ah, ich lebe. Es gibt 3 Dinge, die ich als Künstler bis heute überlebt habe. Erstens, ich erfinde mich immer wieder neu. Ich bleibe nicht auf der Stelle stehen, sondern ich passe mich dem Markt an. Zweitens, ich halte mich nicht nur mit einer Kunst auf. Zeichnen, schreiben, filmen, scheißegal. Oder auch Audioaufnahmen. Alles ist Kunst. Ja? Und wenn du Künstler bist, solltest du auch alle Kunstarten beherrschen. Drittens, ich lerne jeden Tag etwas Neues dazu. Ich bleibe nicht auf der Stelle stehen, was das angeht. Ich lerne einfach, weil es so viel zu lernen gibt. Ja? Mit jedem kleinen Ding, was du lernst, wirst du besser und kannst auch mehr machen. Wirst du freier. Das ist wie Magie im Endeffekt. Und zu guter Letzt, was eigentlich das Wichtigste ist, ich habe nie aufgegeben.
Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Hört nicht auf, bevor ihr nicht merkt, es ist komplett nichts für euch oder so. Aber wenn da irgendwas ist, wo ihr denkt, das ist euer Ding, dann gebt nicht auf, bloß weil die Leute euch kritisieren oder so. Nein, lasst das. Macht euer Ding, zieht's durch. Ja, ist scheißegal, was andere Leute von euch denken. Und zu guter Letzt kann man auch sagen, ich lebe das kreative Chaos. Ich bin nicht so organisiert oder strukturiert, sondern ich mache jeden Tag was anderes und ich folge auch meinen Gefühlen. Ne? Deswegen verändert sich bei mir auch so viel, was das, was das Zeichenstil angeht oder sowas. Aber gut, ich finde, das ist auch wichtig. Ja? Ich meine, selbst Apple bringt jedes Jahr ein neues iPhone auf den Markt. Ne? Also alles wird quasi verändert sich, wird neu erfunden. Ne? Und das mache ich genauso. Und das könnt ihr auch. Hier ist mein erstes Unboxing. Andere Leute haben da ein geiles Unboxing-Messer und noch einen besseren Tisch. Ich habe nur eine scheiß Schere und schau das Ding auf die Schnelle auf hier. Stirb, du kleines. Um einen tollen Vlog zu machen, brauchst du auch eine tolle Kamera dafür. Und ich habe mir das Ding hier geholt. Eine Canon Legria Mini X. Zeug. Zeug ist cool. Hier, da ist das Teil. Cool. Das hier ist unwichtiger Scheiß, das sind die keine Sau. Aber hier kommen wir zu einem kleinen wertvollen Juwel. Bam, 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 bam. Kamera. Das ist heutzutage eine Kamera. Das hier ist der Bildschirm. Den kannst du irgendwie drehen. Ich weiß noch nicht wie. Ach so. So, genau. So, und jetzt nimmst du das Ding, hältst vor die Kamera. Also nimmst dich vor die Kamera und kannst einfach losladen. Ich freue mich. Das hier ist die allererste Aufnahme mit der kleinen Legria. Ich darf nicht da oben hingucken. Das Linsenteil ist da unten. Aber es ist tatsächlich verführerisch, da oben einen schönen Monitor zu haben, der dich in deiner ganzen Schönheit zeigt. Auf jeden Fall macht das jetzt schon eine ganze Menge Spaß. Mal sehen, was ich damit so alles anstellen werde. Ich werde mal davon ein ausführliches Review machen, weil das ist schon sehr interessant. Und ja, ich finde das schon totgeil, das kleine Mistding hier. Und weiter geht's mit meiner nächsten Rubrik. Live. Oh nein, was ist denn jetzt passiert? Ich bin ja fett! Okay, aber kein Grund zur Traurigkeit. Es wird Zeit, etwas dagegen zu tun. Kommt mit! Was mich am meisten am Dicksein nervt, das ist nicht das Fett an sich. Andere Menschen sehen Dicke gerne als dumm, faul und undiszipliniert an. Das bin ich aber nicht. Ich bin dick, weil ich beim Arbeiten viel sitzen muss und irgendwann angefangen habe, meinen Stress mit Essen zu kompensieren. Das finde ich nicht toll, aber das wurde zu einem tiefen Zwang in mir. Ich kämpfe gegen diesen Zwang und das Gewicht schon mein Leben lang an. Das Gute an der Sache ist, hätte ich nicht dieses Problem, wäre ich wahrscheinlich nie zu so einem Sportfan geworden, wie ich es heute bin. Auf zum Frühsport! Das hier ist mein Fitnessstudio. Das ist mein Trainer. Und der macht mir jetzt erstmal einen Kaffee. Okay, wie sehen meine Körperwerte im Moment aus? Ich bin 1,75 Meter groß. Mein Fettanteilwert beträgt 37,7. Meine Muskelmasse dagegen 81,4. Mein Blutdruck liegt bei 138 zu 93. Der Bauchumfang liegt bei sagenhaften 144 cm. Mein Körpergewicht, kurz und hart, 137,3 Kilogramm. Ich schleppe also jeden Tag, jeden Moment, wo ich auf meinen Füßen stehe, 70 Kilogramm pures Fett mit mir herum. Das ist, als ob ich die ganze Zeit einen bösen, schweren Kobold auf meinen Buckel herumtrage. Ich nenne ihn mal Johnny. Und ich will Johnny killen. Meine Waffen sind Sport und Ernährung. Zeit, den kleinen Mistkerl an den Kragen zu gehen. Throw on your bodies and grab your boy. Shortboard, longboard, fishboard, fuck. The waves are cranking, it's time to charge. Let the gnarly waves run their course. Here, for the party wave. Let's head take over the other way. Here, for the party wave. Must take tip. Keep hanging in there. Don't be clutched by the cleanup set. So trainiere ich jeden Tag. Hier habe ich ein nettes Mädchen neben mir und hier eine Hardcore-Maschine, die mir jetzt mal den letzten Saft aus den Adern presst. Aber im Grunde genommen ist das nicht Sadomasochismus. Tut weh, aber es macht auch Spaß. Guck mal hier, alle drei drauf. Wie geil, oder?
So, Training vorbei und jetzt geht's einkaufen. Das, was wir gerne essen, macht uns meistens krank. Gesund essen wollen wir aber nicht, weil das meistens nicht schmeckt. Was wäre, wenn das gesunde Essen besser schmecken würde als das, was uns krank macht? Ich habe irgendwann mit diesem Gedanken im Kopf angefangen, nach Rezepten zu forschen, die super lecker schmecken, aber nur gute Zutaten haben und mir bei meiner Abnahme helfen. Auf dieser Suche wurde ich schon sehr oft überrascht. Ein normaler Teller Spaghetti Napoli zum Beispiel hat 400 Kalorien. Mal sehen, ob das besser geht. Nur Wolken schmecken besser. Nicht diese Wolken. Mein Plan ist es, in 3 Monaten 10 Kilo runterzukriegen. Dazu will ich jeden Tag trainieren, bis auf Sonntag, da ist Ruhetag. Also 6-mal die Woche, dazu 1 Stunde Cardio, eine halbe Stunde Körperkrafttraining, dann fahre ich natürlich viel Fahrrad. Außerdem ist die Ernährung so, dass ich auf maximal 2000 Kalorien bin, wenn ich trainiere, wenn nicht, dann 1500. Die Ernährung wird halt ungefähr so sein, dass ich halt viel Low Carb mache, Rohkost, alle guten Sachen auf jeden Fall halt eben alles satt mache, weglasse. Und das startet halt jetzt. Mach aus die Scheiße. Mach aus die Scheiße, okay. Oh Mann, da habe ich mir ganz schön was vorgenommen. Keine Ahnung, ob ich das schaffen werde. Was meinten ihr dazu? Packe ich das oder werde ich kläglich dran scheitern? Habt ihr irgendwelche Ideen für mich, wie ich das schaffen kann oder irgendwelche coolen Rezepte? Dann schreibt mir das auch in die Comments unten rein. Ich lese mir das durch, werde gegebenenfalls darauf antworten und vielleicht entsteht sogar ein geiler Vlog daraus. Mal schauen. Und wenn euch gefallen hat, was ihr da jetzt gesehen habt, dann liked mein Video, teilt es mit euren Freunden und abonniert vor allen Dingen meinen Kanal. Das würde mich ungemein motivieren, noch ein paar Kilo mehr abzunehmen. Also bleibt bei mir, unterstützt mich dabei, wieder zum Normalgewicht zurückzufinden, ja, und lasst uns gemeinsam herausfinden, was die nächste Zeit so alles passieren wird. Ich bin selber gespannt. Was macht einen Künstler zum Menschen? In erster Linie die Erkenntnis, dass ich, wie jeder andere auch, voller Fehler und Schwächen bin. Aber auch voller Träume, Wünsche und der Sehnsucht nach Glück und Liebe. Wie jeder andere auch will ich ein schönes Leben haben. Deswegen beginne ich heute eine Reise. Es ist ein Experiment für mich. Ich zeige offen, wer ich wirklich bin. Die Erkenntnis, sich seinem wahren Wesen zu öffnen, ist befreiend. Ich habe als Künstler gelernt, zu überleben. Doch es geht nicht ums Überleben. Es geht darum, ein schönes, ein tolles Leben zu haben. Dafür will ich alles tun, was nötig ist. Und ich will euch auf meinem Weg mitnehmen. Wir sind alle auf einer Reise. Es ist ein großes Abenteuer. Ich weiß nicht, wo es hinführt. Ich weiß nur eins. Es hat begonnen.